Servus und hallo, liebe Freundinnen, Freunde Bernd hier. Ihr seht hier meine Jackfruit-Bäume. Und zwar sind es meine Jackfruit-Sämlinge, die jetzt noch relativ jung sind. Ihr habt es ja mitbekommen, als ich die ausgesät habe. Und ich habe euch immer wieder ein paar Updates gebracht. Ihr seht auch, dass ich hier noch bei den Chilis bin. Und bis vor 2 Wochen, als wir dann in Urlaub geflogen sind, standen die auch hier draußen. War auch vom Wetter her alles optimal. Und ich dachte mir einfach, wenn ich jetzt in Urlaub fliege, könnte es mit Unsicherheiten verbunden sein, ob das Wetter jetzt auch in 2 Wochen noch so total toll ist, dass die Pflanzen draußen stehen bleiben können. Es gab ja auch angeblich eine Nacht, wo es richtig schön kalt war, aber dem Basilikum zumindest hat es nichts geschadet. Auf den komme ich auch noch zu sprechen. Und dem Marula-Baum hätte es dann aber auch geschadet. Deswegen habe ich die Pflanzen bei mir ins Büro reingestellt. Und da hatte ich mir gedacht, naja, vielleicht ist denen auch einfach zu dunkel. Aber das war auch nicht der Fall. Die haben sich recht gut entwickelt. Ihr seht, hier ist einer auch schon im ganz großen 5-Liter-Kübel. Ist noch ein bisschen kompakter geblieben, interessanterweise in dem Kübel. Mit größerem Substratvolumen hätte ich mehr damit gerechnet, dass sie richtig anfängt zu wachsen, die Pflanze, statt in einem kleinen Topf. Aber das macht nichts, denn man sieht, die Pflanzen im kleinen Topf sind auch recht gut gewachsen. Und das Schöne ist, dass eben diese Maulbeergewächse, zu welchen die Jackfrucht gehört, richtig widerstandsfähig sind. Ihr seht hier eine Pflanze, da ist ein Haupttrieb abgebrochen und dann kommt gleich von unten, dann sieht man hier, der nächste Trieb raus. Das heißt, sehr, sehr widerstandsfähige Pflanze und ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie so simpel in der Kultur ist. Schreibt es doch mal bei der Gelegenheit gleich in die Kommentare rein, ob ihr denn auch schon eine Jackfrucht angebaut habt und wie groß der Baum bei euch inzwischen ist. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich weiterentwickeln wird. Das gleiche gilt übrigens auch bei dem Marula-Baum und der zumindest eine von 5 möglichen Pflanzen, ich hatte nämlich 5 Samen bestellt, hat es bisher ganz gut geschafft. Da kommt jetzt auch schon ein neues Blatt raus, ist also gut unterwegs. Eine Pflanze allerdings hat die Triebspitze abgeworfen. Da bin ich sehr, sehr gespannt darauf, ob sie sich noch weiterentwickeln wird. Ansonsten werde ich mir einfach entsprechend neue Samen besorgen. Hier seht ihr nochmal die Samenhülle von vor der Aussaat. Richtig schön großer Samen. Und das Spannende am Marula-Baum, ich bin ja einfach mal auf die Idee gekommen. Zum einen, ich habe spontan den Samen im Internet entdeckt und dann dachte ich mir, hey, Marula, Amarula, das ist so ein bekannter Likör. Zumindest hat man es immer wieder gelesen und gesehen im Supermarkt. Und deswegen dachte ich, naja, es könnte vielleicht ein interessantes Thema sein. Und jetzt haben wir hier unseren ersten Marula-Baum und ich bin gespannt, wann der Baum mal so schön groß ist, dass er richtig schöne Früchte hervorbringt. Ich werde die Pflanzen auch heute wieder über Nacht reinstellen. Aber ihr seht, zumindest was dieses Update betrifft, die Pflanzen entwickeln sich prächtig. Wie gesagt, im Vergleich zu der Pflanze im großen Topf hätte ich damit gerechnet, dass die nicht so stark wachsen. Aber vermutlich hatten die doch ein bisschen Probleme mit dem Licht. So, und die Tage, als wir weg waren, bei uns war es richtig schön warm, richtig angenehm, griechisch-kretisches Wetter, fantastische Bedingungen eigentlich für einen Urlaub, nicht zu heiß und nicht zu kalt, absolut perfekt. Und der Wetterbericht hatte gesagt, hier gibt es 2, 3 Tage oder Nächte Frost. Tja, dem Basilikum hat es nichts ausgemacht und eigentlich wollte ich schon mehr Basilikum-Videos machen. Aber ich habe das dieses Jahr ehrlich gesagt nicht so gemacht, wie ich es mir ursprünglich vorgenommen hatte. Nichtsdestotrotz, ihr seht, hier ist ein Tipp für alle Basilikum-Fans. Vor unserem Urlaub sah der Basilikum nicht mehr so gut aus, da hat er die Blätter geworfen. Also habe ich bei allen Basilikum-Pflanzen einen radikalen Schnitt gemacht, alles entfernt und ihr seht, wie schön er wieder ausgetrieben hat. Natürlich darf man jetzt nicht vergessen, wir haben jetzt die Mitte des Oktobers längst überschritten und die Nächte sind nicht mehr so warm und die Tage auch nicht mehr. Also nicht unbedingt das optimalste Basilikumwetter, aber dafür hat er richtig schön ausgetrieben und würde man ihn jetzt in die Wärme stellen, würde er noch mal weiter austreiben. Das heißt, der Tipp für euch, für Basilikum, wenn er nicht mehr so schön gewachsen ist, keine schönen Blätter mehr hat, einfach mal radikal zurückschneiden. Egal, wenn er bloß so mit einem nackten Stiel da steht, dann treibt er auch zuverlässig wieder aus. Und ihr seht hier, selbst hier bei diesem verholzten Stück kommt hier eine grüne Spitze heraus. Das heißt, Basilikum ist widerstandsfähiger, als es
euch alle, egal wer, im Internet, auf YouTube oder sonst wie erzählt, selbst so ein Basilikum aus dem Supermarkt hat die gleichen Überlebensmöglichkeiten wie jetzt ein Basilikum, egal ob bio oder nicht bio, aus der Gärtnerei oder wenn ihr ihn aus Samen zieht. Wichtig ist, ihr müsst ihn draußen kultivieren und so warm und sonnig wie nur möglich. Auch dadurch, wenn er schattig stehen würde, hätte er gar nicht dieses intensive Aroma. Tja, jetzt habt ihr das Update zum Basilikum, zur Jackfrucht oder zu den Jackfruchtbäumen, ist ja schon fast der ganze Wald, was hier steht, und zur Marula-Pflanze. Und wie die sich weiterentwickeln, ob die den Winter überstehen, werden wir sehen, wenn es soweit ist. Bis dahin würde ich sagen, wenn ihr Fragen habt, gerne hier in die Kommentare. Ansonsten Daumen hoch, bis zum nächsten Video. Da geht es wieder um Zitruspflanzen, Feigenbäume, Tomaten wachsen ja auch noch, kann man auch jeden Tag ernten, würde ich sagen. Macht's gut, viel Spaß beim Gärtnern und ciao.